zu fahren. Oder wie auch immer. Ich will ja, ja. Unterstützung quasi für diese Organisation zu machen. Es ist ja nicht schlimm, wenn man sagt, hey, man macht ein, man hat da was, man kann da Leute helfen. Aber wenn ich dann schon sowas höre, dass man, dass derjenige dann da quasi aufhört. Ja. Und der hat so Spaß an der Werkstatt gehabt, wirklich. Der hat so viel Spaß an dieser Werkstatt gehabt, aber. Ja. Wenn du dann so scheiße behandelt wirst. Dass solche Menschen anstrengend sind, ja, das weiß ich auch aus Familienkreisen. Ich weiß das aber auch aus eigener Erfahrung. Weil es früher auch mal war. Oh. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschlossen, trotzdem auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten zu gehen wollen, ne? Weil ich fühle mich halt fit. Ne? Ich dazu, so weit unten bin ich halt, ne? Dass ich sagen kann, ja. Jeder muss halt so seinen Weg finden, beruflich gesehen. Ich habe jetzt mein Drei-Säulen-System gefunden. Ja, genau, du sagst ja selber, dass man quasi mit denen nicht reden kann. Und deswegen ist es so, ja. Vielleicht schaffe ich es ja noch mit ein paar anderen Streamern, wenn ich da wenn ich solche Organisationen mehr angucke. Dass wir das gemeinschaftlich mit ein paar Streamern machen können. Die auch wirklich dazu Programm, ja. Ich denke mal, prinzipiell ist nichts ist nichts Schlimmes dagegen. Ja. War klar, dass du rausziehst, ne? So. Aber lass mich da einfach nochmal so ein Konzept entwickeln oder, wie gesagt, ich habe da schon welche, aber mir ist es wichtig, dass ich euch auch da keinen Scheiß präsentiere. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist, ja. Ich will euch keinen Scheiß präsentieren, wo es am Ende dann für nix war. Ja? Deswegen. Es ist so für meine Aufgabe, da ein wenig was finden, zu organisieren. Und wenn es dann klappt, hier über ETS fahren für einen guten Zweck. Oder etwas, wo ich sagen könnte, ja, im ACC zum Beispiel, ne, da läuft ja richtig gut. Also, wie gesagt, auch heute mal so ein ruhiger Tag, wo man über einige Sachen einfach mal auch ein bisschen reden kann. Aber das ist so Step by Step. Mein selbst erarbeitetes Management. Was für eine Ironie dabei. Ja. Aber ist wirklich so. Ist wirklich so. Daher geht nämlich, wie gesagt, ein ganz besonderer Dank an die Community. Mit der Unterstützung von dem Support einfach, ne? Also ohne euch wäre, oder an Informationen, an Hilfestellungen, wäre vieles nicht möglich gewesen. Daher nochmal auch ein fettes Dankeschön, ne? Da ich manchmal manche Sachen nicht rechtzeitig posten kann, tut mir auch leid, aber wie gesagt, auch ich versuche stets mein Bestes zu geben. So, was sagt eine Kilometerstand? Oh, 400 Kilometer noch. Ja, bisschen lang, aber ja. Der Kilometer. Dafür ist es ja auch gedacht.
So, aber wie gesagt, ihr könnt gleich mit 400 Kilometer sind noch 15 Minuten. Das heißt, oder 10 Minuten, 12 Minuten so rum. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gleich mit auf den Discord kommen, Ausrufezeichen DC, mit in den Talkbereich. Wenn ihr möchtet. Ja. Und ihr könnt auch gerne mit dem Stream dabei sein. Dann machen wir die nächste Aufnahme dann quasi ein bisschen mit. Im Hintergrund klar noch ein bisschen die Musik. Und ja. Da freue ich mich auch gleich unter schöne Gesprächssänge. Gespräche, ja, alles gut. Oh Mann. Das ist auf jeden Fall richtig gut heute. Naja. Aber so ab Höhe. Ärgere ich mich quasi. Was jetzt auch bald nochmal dann dazu kommt, bin ich aber noch am Deichseln, weil wir haben ja mal angesprochen hier mit Rick. Ich habe jetzt zurzeit eins, aber ist halt nur vorübergehend. Das ist gut, ich habe ja was im Auge, aber erst. Ja, genau, also wie gesagt, vielleicht viele, die es vielleicht nicht wissen, Ellie Bartolome 89, das ist meine Freundin. Ich unterstütze da, sie hat mir Hammer so eine Aussicht, aber ihre Gesundheit geht quasi vor. Und deswegen werden wir auch dann auch als am Wochenende, wie gesagt, Samstag, Sonntag, wir werden dann noch mal was mit euch zusammen kochen, ein bisschen schnacken. Und ja. Da bin ich mal gespannt. Wir werden was Einfaches machen, aber ja. Das machen wir auf jeden Fall noch am Samstag. Also wie gesagt, mit den Zeitungen austragen, wie gesagt, das ist ja quasi mein Nebenjob für Samstag, Sonntag. Dieses Geld geht quasi auch für den Kanal hier drauf. Also selbst ich habe genug. Weiß nicht, gibt es einen, der sich vielleicht dafür mal interessiert, wie man sich so alles hier so aufbaut, finanziert, keine Ahnung, vielleicht kann ich auch darüber mal ein kleines Vlog machen. Ich will ja nicht unbedingt sagen, hey, ich rede hier 24 Stunden wie so ein All Mistbabbeln, das geht auf jeden Fall. Das kann man. Aber wirklich gesprächsbezogene Themen, da will ich halt schon ein bisschen. Vorbereitet sein. Also nur wenn es euch interessiert. Also. Manche schauen ja einfach auch gerne meine Videos, wenn ich dann am Fahren bin. Aber ja. Weil ich sag mal so schön in den Folge 49 vom ETLS. Da haben wir auf jeden Fall noch was. Habe ich auf jeden Fall noch was sehr Spezielles. Aber das wird quasi, ja, nur im Video möglich sein, nicht im Stream. Bei dem Streamchen ist es halt jetzt mehr so, wie nennt man es, mehr die LFM oder Community-Rennen im Vordergrund. So, auf dem Rückweg gucken wir auf jeden Fall mal dich an. Obwohl ich das eigentlich auch schon erledigt hatte, aber okay. Wie man halt will. So.
Aber ich freue mich auch schon wieder auf morgen aufs Training und auf die LFM. Also, wie gesagt, da ja der liebe Vinio mir da was vorbereitet hat mit dem Setup hier für den Macker. Weil den Trailer, den ich da noch am machen bin, der heißt so viel wie, wie so ein Rennstall. Ne? Ihr kennt es ja bestimmt aus der Formel 1, wenn da ihre LKWs da so haben. Und da gibt es auch einen, wo ich quasi dann so ein Setup-Bild, wo ich da drin habe. So. Dann schauen wir mal gleich. 8 Minuten haben wir noch für 290 Kilometer. Sag mal, was sind eure Lieblings-LKWs? Oder vor allem, jetzt da sie überarbeitet werden. Was würdet ihr denn jetzt am liebsten fahren wollen? Den MP5? Oder? Ja. Oder lieber auch diesen, Bin mal bei dir im Warteraum. Alles klar, mein Lieber. Ich ziehe euch gleich dann runter in den Chat, in den Voice-Chat. Voice-Chat, Alter, du bist so hohl, Bart, ey. So hohl. In den Voice-Channel. Junge, Junge, Junge. Achtung, Achtung, Lost Alarm. Ja, drück den mal. Mal gucken, ob der noch funktioniert. Lost Alert. Oh, moin. Rennen. Oh, ehrlich? Eieiei. Wie war's denn? Ja. Also, Jesse, ich fahr morgen bitte. Ich fahr morgen wieder in Ruhe. Heute machen wir gemütlichen ETS-2-Streamchen. Aufnahmen für die nächsten Wochen. Und dann. Wie war es eigentlich mit dem Lexus? Hast du das letzte Rennen gestern bei mir noch mitbekommen? Da kam, das war kurz davor, wo Codonas da war. Der Lexus wurde. Ey, aber da war ein Lexus, ey. Ich habe gedacht, der hat so ein Overspeed gehabt mit 400 bei Watkins. Ich habe gedacht, ich spinne mehr. Guck schon mal im VOD, was ich da habe. Die letzten 20 Minuten? Ich hab auch gedacht, ich spinne, ey. Okay. Moment.
Nee, ich wechsle nicht das Auto für eine. Glaube ich. Ja, würde ich auch nicht machen. Ich glaube, das war ein Schleichweg da hinten, ne? Werde ich aber auch nicht machen. Also wie gesagt, eigentlich wäre es ja nicht das zweite Auto, was ich mir dann angucke. Ja, wenn ich dann sage, ich fahre ja dann irgendwann den BMW oder BMW anfangen zu trainieren, da fahre ich ja schon mein drittes Auto. Also da habe ich jetzt die Lara. Oh, schön. Muss bestimmt auch geil aussehen. Weißt du, das sind so geile Bilder, die einfach, die klatsche ich einfach gerne auf dem Trailer drauf, ey. Oder wenn so schöne Bilder entstehen, gerade so aus dem Rennsport oder so geile Clips. Wie gesagt, die alle Rennen, die ich jetzt dann noch gespeichert habe, da werde ich mir im Mai auch nochmal die Mühe machen. Ich werde es zwar nicht ganz packen, aber da werden einige Tage, könnt ihr euch jetzt schon mal merken, einige Tage keine Streams kommen. Weil ich da lieber dann mir so ein paar Highlights zusammenschnippeln will. Auch nochmal ein bisschen für den Kanal-Intro, den ich jetzt da habe, dass man den auch, dass der mal verschwindet, ey. Der ist ja auch schon ultra. Ja. Oh ja, wir haben es gleich geschafft. 150 Kilometer und dann da oben, Alter, von dannen. Also wenn man gerade so für das Rennen morgen oder die Zielsetzung morgen dran sind, ja, hier wegen Watkins und vorher nochmal das die Bratwurst zu trainieren. Akt 1 ist auf jeden Fall erstmal die Strecke zu kennen. Setzen wir morgen dazu erstmal keine Zeiten. Ja, wir werden uns das Setup vom Venio mal angucken. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, den Namen. Wir werden auch mit dem Macker fahren. Kann ja nicht das einfach das Auto wechseln. Aber so diese komischen Tücken bergauf und ins Tal runter und vor allem oben diese schöne Links-Rechts-Schikanen da. Die sind mir erstmal besonders wichtig, dass ich die erstmal in den Griff bekomme, weil naja, ich war gestern sehr gefrustet, ne? Also wie gesagt, das hat, deswegen habe ich da dann auch die Strecke gewechselt. aber ja. Schauen wir dann einfach mal. Sag mal, was ist denn bei Twitch wieder los? Ey, sind da wieder so instabile Würmer unterwegs oder was? Also ich habe vorgestern war ich noch beim Lukas mal kurz im Stream drin. Ups.
Da hat es auch noch mal kurz ein bisschen geruckelt. Da gab es Probleme, warum auch immer. Okay, moin. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Auch dir erstmal einen schönen Donnerstag. Ich hoffe, bei euch geht's gut. Das seid ihr ja alle in der Aufnahme mit drin, die ja da nächste Woche rausgehen. Ach, heje. Voll erwischt, die Begrüßung. Ich glaube, man könnte mal auch so ein Begrüßungskommand reinmachen. Ja? So ein Begrüßungskommand für... Ja, der dann einfach mal Hallo sagt und ich dann so eine Liste bekomme, dann kann ich nämlich euch auch alle begrüßen. Das wäre nämlich auch noch so ein schöner Punkt, ha? Eieiei. Ja, also wir fahren heute mal wieder einen kompletten Tag nur ETS, um ein bisschen mal zu schnacken. Ein bisschen auch einen ruhigen Tag zu machen, weil morgen und am Samstag wird es dann richtig actionreich. Und dann wieder ein bisschen mit der Community-Rennen am Wochenende, Bratwurst bei Huma. Und morgen Training mit Bratwurst und dann noch ein bisschen Watkins fahren. Ein bisschen Elo einfahren. Um die Strecke ein bisschen geschmeidiger zu machen. Und natürlich auch das neue Setup, was ich bekam, ein bisschen einzufahren. Also ich freue mich schon drauf. Ich freue mich richtig drauf, ey. Ja, ich fahre schon zu schnell. 56 in der 50er-Zone. Ich habe hier noch ein Tablet. Ups. Deswegen habe ich da auch noch ein bisschen paar Zusatzinformationen. Aber, ja. So, ja. Wir sind, ja. Wenn ihr gerne mal wissen wollt, muss ich gleich nochmal da oben anpinnen. Es gibt eine neue Kanalfunktion, Kanalbelohnung für euch, eine Funktion, Live-Trigger von einer Karte. Also nicht von der Karte, wo ich da drin habe, sondern die Karte, die ich da im Truckers Book mit drin habe. Könnt ihr mal bei der Kanalpunkte mit drin sind. Mit drin sind? Was ist das für ein Deutsch? Unsinn? Drückt da einfach mal bitte auf die Kanalbelohnung und dann einfach bitte auf Map. Oh Mann. Ja. Genau. Und da seht ihr es schon. Der kleine blaue Punkt, der da ist, der bin ich. Boah. Na, das war aber noch knapp, oder? Nee, bin schon drüber gefahren. Ich hab schon wieder ein Bußgeld bekommen. Naja. Also ich weiß nicht, Jesse, ob du jetzt noch da bist, aber im Endeffekt komme ich nicht drum rum, wenn wir gerade nochmal so das Thema Rig aufgreifen, dass ich mir nochmal ein paar Monaten nochmal ein anderes bestellen muss. Ein Alu-Rig. Um quasi den Monitor auch da direkt zu verbauen und mit einer Rennschale der Rig drin auf im Sitz. Also mit dem alten Rig, das ich da habe, bietet sich für mich nämlich noch eine Möglichkeit, meinen Flugsimulator noch ein bisschen anders dazu gestalten. Weil ich da nämlich dieses Brett, was ich habe, auf dieser Platte nämlich verbauen kann.
Ihr wisst alle, ich arbeite immer noch dran, dass ich dieses Rettungshubschrauberprojekt weiter vorantreiben möchte. Aber ich muss mir da auch wieder erstmal in Kosten... Kostenplan habe ich schon. Aber mal gucken, was das so um Angebote gibt. Ne? Aber vorerst ist jetzt erstmal hier erstmal ein Boxenstopp. Und deswegen bin ich ja froh, dass wir die Zeit nutzen können. Erstens das neue DLC vom LS. Dann die LFM weiter zu trainieren. Also das ist, wie gesagt, das macht momentan so einen Bock. Und vor allem irgendwann nochmal dann die Formel 1 2023 dann auch nochmal anzuzocken mit dem Rig, was ich zum Beispiel habe. So, wohin will er denn jetzt haben? Och Mann, der will mich da hinten in das Ecken haben. Na toll. Ich freue mich immer gerne, den besten Parkplatz ever zu bekommen. Eine tolle Spedition, wie ich sie habe, und ich soll ins letzte Eck packen. Haken. Ja. So habe ich es wohl verdient, ey. Habe ich es wirklich so verdient? Jeder bekommt das, was er verdient. Wer hat den beschissenen Plan ausgerufen? Wollte ich nur mal so gerade erwähnt haben. Du. Nein. Nicht für die Sparkasse. Doch, aber sowas von. So, wunderbar, da haben wir unsere erste Tour erreicht.